Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary in Metatron mit einem neuen Livestream zu Lost Ark. Heute werden wir ganz gemütlich miteinander ein wenig meine Twinks spielen und am Ende auch meine Zauberin, also die, die jetzt 1377,5 ist, die will heute noch ein bisschen stärker werden, dafür müsst ihr in einen Abgrund-Dungeon gehen, aber vorher werden wir ein paar Kleinigkeiten hier mit meinen Nebencharakteren machen. Und zwar einmal hier sind wir gerade in Rohendel mit meinem Paladin. Ich habe gestern circa 3.000-4.000 Gold ausgegeben, weil ich ein Item abgegradet habe. Diese 4.000 Gold muss ich bestimmt heute nochmal ausgeben und deshalb muss ich auch ein paar Tagesquests machen. Die Tagesquests geben Unas Marken geben Gold, heißt, wir fangen jetzt erstmal an mit Goldaufgaben sozusagen. Wenn ihr Fragen zu Lost Ark habt, wofür ist Gold, wofür ist Silber, wie sieht das Spiel, wo kann ich das spielen, dann einfach in den Chat. Es ist ein Free-to-Play-Spiel, ihr könnt also kostenlos mitspielen und von daher, genau, würde mich freuen, wenn ihr auch irgendwann mal hier auf dem Server Asta unterwegs seid. So, ich werde jetzt hier erstmal ein paar Mobs killen, das ist erstmal Kleinigkeiten Arbeit. Ja, wir müssen einfach gucken, dass wir hier 50 Golems und Relikte besiegen. Das geht relativ zügig. Danach müssen wir noch 3 Feen suchen. Und dann sind wir eigentlich auch hier schon von der, ja, wie soll man sagen, von der Aufgabe her, von der Tagesaufgabe her durch. Jedenfalls mit meinem Paladin. Danach werden wir die Beziehungsquest hier machen. Der Ritterkommandant von Rohendel. Ja, ich möchte für die Erlin, für die Königin hier von Rohendel etwas tun, damit die wieder mit mir weiter Beziehungen aufbaut. Und dann will sie nicht mehr mit mir reden, weil ich erstmal die Quest für sie erledigen soll. Das machen wir heute also auch ganz gemütlich. Und dann war es das schon für den Paladin. So, dann geht mein Artillerist noch ein paar Tagesquests machen. Und dann werden wir mit meiner Hauptfigur meiner Zauberin weiterspielen. Dann werden wir dort ja hoffentlich noch ein paar Items bekommen. Ich habe heute vor, 2 goldene Items zu holen. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es klappt. Ja, kann auch alles schief gehen. Aber probieren geht über studieren. Freut ihr euch schon aufs Wochenende? Wir haben nur noch einen Tag Arbeit vor uns. Das ist endlich Wochenende. Irgendwie, bis wir die Sommerferien vorbei sind und man schon langsam wieder normal im Trott ist, ist es doch relativ anstrengend. Ne? Also, ich hätte ja gerne ein bisschen was frei manchmal. Da könnte ich viel mehr mit euch streamen, aber gut. Irgendwie muss man ja auch normal arbeiten gehen. So, und das war schon die Tagesquest. So schnell geht das. Die andere geht sogar noch schneller. Da braucht man keine 50 Sachen, da braucht man nur 3 Feen. Wir müssen dieses Gebiet stabilisieren. Das längste hier ist, dass wir da runtergehen müssen und auf den Aufzug warten. Wie sieht das denn bei euch aus? Spielt ihr auch ein wenig Lost Ark? Was spielt ihr im Moment am meisten? Was ist euer Lieblingsspiel? Wenn ihr den Stream hier auf YouTube seht, genau, das bringe ich auch auf YouTube, dann ist es schon ganz schön weit 2023. Diese Nachforschungen. Darum könnt ihr dann ruhig noch in die Kommentare schreiben, was ihr im Moment so zockt, weil 2023 ist ganz anders als jetzt. Warum ist das so? Weil ich ganz viele Videos im Vorlauf habe. YouTube ist echt im Moment einiges noch, was in Zukunft dort erscheint, was ich schon vor ein paar Wochen gespielt habe oder ein paar Monaten. Aber man kann halt nicht jeden Tag irgendwie 4-5 Stunden online stellen. Kann man schon, ja, aber guckt ja keiner. Kleine Portionen immer mit
gewissen Themen, wo man gerade unterwegs war, was man gerade für einen Dungeon gemacht hat oder für ein Item-Level oder sowas. Das bringt mehr. Da kann man wenigstens gezielter die Teile gucken. So ein Stream ist ja doch ziemlich viel Laberei, so wie jetzt. Und auch ziemlich viel Lauferei, einfach nur für Tagesquests. Das interessiert ja auch nicht unbedingt jeden. Aber wenn man in der Beschreibung liest, Beziehungsquest Erlin oder Rohendel, Hauptgeschichte oder sowas, da guckt man ja schon eh so einen Stream. Im Moment ist es aber noch nicht so weit. Ich habe hier unten übrigens einen gelben Pfeil an meinem Level. Und der Pfeil ist seit letzten Donnerstag neu. Das liegt daran, dass ich jetzt ein Trainingscamp habe in meiner Festung. Oh, jetzt finde ich keine von diesen Feen. Jetzt dauert die Quest doch lang. Und durch das Trainingscamp macht meine Figur auch ohne zu spielen EP. Ja, im Trainingscamp. Und dieser gelbe Pfeil bedeutet einfach, dass sie auch noch nebenbei EP verdient. Damit man einfach weiß, okay, die arbeitet auch offline. Leider habe ich nur zwei Plätze fürs Trainingscamp. Ne, einen nur. Ich habe aber zwei Figuren, die gerne dort trainieren würden. Man kann einen zweiten freischalten. Ich weiß nur noch nicht, wie. Ich weiß gar nicht, was ich dafür machen muss. Was dann meine Festung für ein Level haben muss oder so. Das muss man nochmal in Ruhe angucken. So, und das war's auch schon für die zweite... Ups! Für die zweite Tagesaufgabe. Und hallo Silberkind, schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist ja toll. Danke für deinen gemütlichen Stream. Ja, danke für deinen tollen Sub. Im 10. Monat bist du jetzt schon dabei. Boah, bald hast du auch ein ganzes Jahr hier schon mit mir verbracht. Wie heftig ist das denn? Und ja, danke für deinen Sub. Im Moment ist ja sogar, wie nennt sich das? September. Ja, also Abos kosten im Moment weniger, wenn ihr also schon immer mal ein Abo haben wolltet. Jetzt ist also ein guter Monat für euch. Silberkind hat es schon geschafft. Ja, im September kann man immer sehr günstig Subs kaufen. Oder Subs verschenken oder sowas. Ne? Also generell sind Subs dann super, super billig. Und das ist halt für manche vielleicht mal ein Grund mit zu subben. Okay, wir müssen jetzt hier für die Königin, wo seltsame Magiephänomene geschehen, machen. Ja, der Ritterkommandant von Rohendel. Lenoras Bericht ist noch nicht angekommen. Ich beschloss, Lenora aufzusuchen, um den Bericht über die Magiephänomene der Insel der Phantomschmetterlinge entgegenzunehmen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich weiß nur, die Insel der Phantomschmetterlinge ist hier. Ja, aber nicht verfügbar. So, und das ist natürlich schon so ein Vorteil für euch jetzt, weil da braucht man die Quest nicht zu machen. Weil es gibt hier im Spiel so einen Prozion-Kompass. Und dann ist nur an ganz bestimmten Zeiten etwas da. Die Harmonieinsel ist gerade da. Ich muss umloggen. Sorry. Uiuiui, die Harmonie. Wir brauchen das Lied der Harmonie. Uiuiui, jetzt muss ich aber ganz schnell hier mit meiner Zauberin dahin. Es ist genau 0 Uhr, genau 10 Uhr. Jetzt ist die Insel für ein paar Minütchen da. Oh Gott, da muss ich jetzt aber hin. Darauf habe ich jetzt 3 Tage gewartet, dass die Insel kommt. Ich brauche nämlich das Lied der Harmonie. Uiuiui, jetzt bin ich aber im Stress, du. Jetzt, oh, weil wir da zu spät ankommen, ist die Insel wieder weg. Dann können wir erst wieder um 0 Uhr dahin. Puh, was für ein Stressspiel. Oh mein Gott, wir haben doch keine Zeit. Ich weiß gar nicht, wo die Insel der Harmonie ist, aber egal, Hauptsache, wir kommen da jetzt relativ zügig hin. Puh, jetzt aber schnell. Das war's mit dem gemütlichen Stream, Silberkind. Ja, da habe ich gedacht, ich hätte einen wunderschönen gemütlichen Stream und dann, bam, habe ich Zeitdruck. Was bin ich gleich wieder frustriert, wenn ich hier zu spät komme an diese Insel. Wo ist die Insel der Harmonie? Harmonie, ich gebe das mal hier schon mal im Guide ein, damit ich schon mal suchen kann, obwohl ich, nein, ich weiß nicht, wie man... Ah, auf Deutsch muss ich umschalten. Die Seite ist gerade auf Englisch. Ah, jetzt ist es hier schneller im Spiel. Harmonie. Ganz schnell. Harmonie. Nee, ist noch zu nah dran. So, jetzt Harmonie. Wo ist sie denn? Keine Suchergebnisse gefunden. Oh Mann, ich habe es falsch geschrieben, bestimmt.
Nein. Abenteuer generiert. Harmonieinsel. Serenade der Liebe. Da wollen wir hin. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wo sind die? In Rohendel. Bei Rohendel einfach nur. Okay, schnell Rohendel. Eieiei, was ein Stress. Schnell Rohendel. Wäre ich ja doch besser mit meinem Paladin hin, ne? Theoretisch. Aber der Paladin, der kann nix. Der soll nur da auf Rohendel ein bisschen Questen und Beziehungen machen. Der soll ein paar Kochsachen machen, Sammelitems sammeln. Der soll nur Rohendel ein bisschen machen. Der soll jetzt nicht hier Lieder sammeln und so. Ich glaube, das schafft man nicht. Da muss man, ich denke, circa 10 Minuten muss man da sein an den Inseln. Ach nein! Leilei! Jetzt muss ich erstmal hier mit dem Dampfer rüber nach Rohendel. Das wird eng. So, und dann von da aus schnell zu der Harmonieinsel. Wie faszinierend ist das denn? Was haben wir jetzt hier für einen Stress? Ein Twitch Prime Abo geht natürlich auch statt ein richtiges Abo, da hast du recht. Ja, aber falls du noch irgendwie jemanden hast, den du auch gut findest, hast du da jetzt halt die Möglichkeit, günstiger zu abonnieren. Ein ganz harmonischer Stream, ja echt, ey. Ich sag so, jetzt machen wir ganz gemütliche Tagesquests, machen eine Beziehungsstory und dann ist die Insel für die Beziehungsstory gar nicht da. Hat sich da also meine Planung auch mal wieder in den Sand gesetzt und dann und dann habe ich die zeitlich begrenzte Insel, die ich jetzt seit Tagen suche, gerade da. Okay, wir sind schon mal bei Rohendel. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, zu der Harmonieinsel zu kommen. Tja, jetzt wäre natürlich ein toller Rechner gut, ne, der schneller laden kann. So, ich glaube, jetzt gehen wir gerade aufs Schiff. Wenn alles gut geht. Man merkt dann so richtig, wie man anfängt, so ein bisschen, der Puls geht hoch, ne, so zu schwitzen, so man wird warm, obwohl man gar nichts macht. Man sitzt ganz ruhig da, aber trotzdem irgendwie das Gefühl, was ist das stressig? So, jetzt aber, Segel setzen. Ist sie noch da oder nicht? Habe ich das Pech, dass sie schon wieder weg ist? Ist wieder weg. Nicht verfügbar. Ja, sie ist wieder weg. Da. Erscheint wieder in einer Stunde 54. Ach Gott, ey Leute, Leute. Dafür, ja, himmlische Harmonie, dafür wollte ich dahin. Das war das Ziel des Ganzen. Tja, so wie geht das jetzt? Abenteuer in Asura-Insel ist Nopani. Harmonie-Insel. Was müssen wir jetzt machen? Warnhinweis für diese Insel aktivieren, deaktivieren. Ja, keine Ahnung. 15 Minuten vorher war schon gut, ne? Ja. Also das sind die vier Inseln, die heute da sind. Oder die drei Inseln, die heute da sind. Das sind alles Inseln, die erscheinen nur, ne, 14 Inseln. Die abwechselnd drei Stück pro Tag erscheinen. So, auf jeden Fall, da müssen wir mal gucken, dass wir die Harmonieinsel demnächst mal abfrühstücken. Was ärgert mich das jetzt wieder? Wecker stellen. Ja, du hast ja recht, ich nehme ja schon mein Handy. Ich nehme ja schon mein Handy für dieses Spiel hier. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mir irgendwann wieder einen Wecker stellen muss. Für ein Spiel. Das letzte Mal, wo ich mir einen Wecker gestellt habe für ein Spiel, war in Dark Age of Camelot. Da mussten wir um 4 Uhr morgens aufstehen, sonntags morgens, um zu raiden, weil da die wenigsten Gegner in dem Reichsgebiet unterwegs waren. Im RVR, im PvP also. Ja, wir sprechen gerade sowas wie Cyrodiil von ESO. Um 4 Uhr morgens waren die wenigsten Leute unterwegs und wir wollten unbedingt das Relikt von den anderen stehlen. Dann haben wir gesagt, wir raiden um 4 Uhr morgens, sonntags morgens. Und es hat auch geklappt. Für genau eine Stunde. Da haben die anderen die Freunde alle geweckt. Und um 5 Uhr morgens waren schon genug Gegner da, damit wir dann doch wieder Probleme hatten. Also,
Das war ein richtiges RVR-PvP-Spiel ohne Ende, das Dark Age of Camelot. Heute in Cyrodiil laufen sie einfach nur rum in ESO und hauen sich die Schriftrollen da um den Kopf. Da gibt es nichts mit Zeitplanung, mit morgens früh aufstehen oder sowas. So, aber jetzt habe ich mir hier für dieses Spiel auch einen Alarm gestellt. Ich glaub's nicht. Ich bin ein bisschen geschockt, dass ich das überhaupt mache. Aber was soll man machen? Ne? Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall um 23.50 Uhr hier so auf dem Weg hin uns machen. Sonst war's das. Und in einer Stunde 43 klingelt mein Wecker. Das ist nicht zu glauben. Und ich dachte erst morgen früh wieder zur Arbeit. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind hier in Roendel. Da können wir mal gucken, ob es irgendwas Schönes hier zum Eintauschen gibt. Ein paar Items beim Schiffshändler. Und ich suche ja ein ganz bestimmtes Holz für diese Schiffe abzugraden. Darum gucke ich jetzt mal, ob wir jetzt einfach mal das Schiffzeug machen. Hier, verstärktes Sternholz, glaube ich, brauche ich. 10 Mal. Ich glaube, das ist das. Oh Gott, ich habe zu wenig Spektrum-Münzen. Lass mal gucken, wie viel ich brauche. Dafür muss ich jetzt leider erstmal wieder an das Dock. Ah, hier kann man es ja schon sehen. 50. What the fish? 50 verstärkte Sternholz. Ach so, nur 25 Münzen. Ja, das geht. Jetzt müsste ich natürlich gucken, Spektrum-Münzen, da sind es 100 Stück. Boah, das reicht aber gar nicht, ne, oder? Versuchen wir es mal. Also, wie viele ich habe, dafür kriege ich keine 50 von dem Holz. Da, ich habe 3, ich brauche 47 noch. Ich gerade mal 36. Wie soll das denn gehen? Wer baut denn ein Schiff über Rang 36 aus? über Rang 5 aus, wenn das so teuer ist. Ich brauche echt 50 von diesem Holz. Eintauschen haben wir gerade probiert. Bei der Anglergilde, okay, das weiß ich nicht. Bei der Festung kann man das nicht eintauschen. Da habe ich noch keinen gefunden, der das eintauschen würde. Ja, vielleicht muss ich nochmal bei der Festung genau hingucken. Verstärktes Sternholz. Was kosten denn hier die? Hier brauchen wir Melodien, Bambi. Hier brauchen wir Bibelnholz. Das ist auch nicht alles viel billiger, oder? Nee, das ist. Na. Ja, ist auch nicht billiger. Kostet alles so viel Zeug. Tja, dann bleibt es wohl Stufe 5 mit dem Schiff erstmal. Okay, wenn wir dann jetzt schon mal so hier in Roendel sind, dann werden wir uns jetzt mal kurz mit dem Port in die Festung porten, dort dann jetzt wieder gemütlich spielen. Silberkind, ich bin wieder auf gemütlich zurück. Jetzt ist der Stress wieder weg. Die Inseln kommen erst später wieder. Was spielst du eigentlich so, wenn du jetzt hier so ab und zu mal am Rechner sitzt? Guckst du nur oder spielst du auch? Ja, wie sieht das bei dir aus? Ich meine, du machst ja immer Arbeit abends. Tagsüber hast du Schule. Da wird... Nein! Garion, klick doch nicht so wild rum, wenn du am Hafen bist. Dann ist man sofort wieder auf dem Schiff. Das ist immer blöd, dieser Übergang vom Schiff zum Hafen. Das ist immer mit Ladezeit verbunden. Das ist nicht gut. Aber ich glaube, jetzt geben wir einfach mal was weg hier vom Hafen und dann passt das schon. Einfach mal hier wegklicken. Jawohl. Heute gab es übrigens als Belohnung, als Tagesbelohnung, so Harmoniefragmente, also wieder zum Upgrade von Rüstung. War jetzt nichts Wildes für mich. Habe ich dann erstmal meinem zweiten Charakter gegeben, weil
Ja, die braucht nur Gold hier. Da braucht man nicht so viel Geld. So viel Aufrüstungsmaterialien. Die habe ich genug in Kisten und so. Aber Unas Marken, ne? Damit wir das Gold haben. Das müssen wir machen. Gleich machen wir noch einen Abgrund-Dungeon. Ein schwieriges. Ja, und die Abenteuerinsel mal gucken, ob wir da heute noch drauf kommen. So. Oh, ihr seid zurück. Ich habe euch erwartet. Warum guckst du mich so an? Wir haben auch gute Waren. Jo, die Ware hier. Hier gibt es nichts mehr Besonderes jetzt. Kartenpaket nehmen wir mal mit. Und die Münzen nehmen wir auch mit. Okay, dann haben wir den Händler schon mal durch. Der Händler war ganz okay. Okay. Was haben wir denn für einen schönen Tag? Heute Abend war ich mit meiner Esogild unterwegs. Ach, das ist ja schön. Der Esogild. Donnerstagabend ruht die Arbeit. Aha, hast du dann kurz vor Wochenende, ja? Ansonsten nachts mit meinem Freund in Final Fantasy unterwegs. Ah, Final Fantasy Online spielst du jetzt? Konstanter Schlafmangel, aber dafür Spaß. Ja, muss man auch mal haben, ne? Man braucht auch mal ein bisschen Spaß. Guppi, den Banda, den haben wir jetzt hier gerade gekriegt. Oh, ich habe 439 Marken. Ich kriege ja fast schon wieder gutes Gold hier. So, schnell die Sachen abarbeiten. Hier Neues erforschen können wir erst mit 55. Wir sind 54. Ja, also hier die Festung. Wir müssen also hier einiges jetzt erledigen. Und so, wenn wir heute ein gutes Item upgraden, dann werde ich heute... Oh, das war ein guter Erfolg. Heftig. Dann werde ich heute 1385 vom Item-Level her und kann ins nächste Chaos-Dungeon und in den nächsten Wächter-Raid. Ja, also das bedeutet, ich möchte heute versuchen... noch ein Item im Abgrund-Dungeon zu holen. Wenn ich eine gute Gruppe kriege, klappt das auch meistens. Wenn ich eine schlechte Gruppe kriege, dann nicht. Also die Gruppe muss mich fast noch durchziehen. Ich kann das nicht so richtig. Ne? Ich sterbe da so oft. Das ist also wirklich so. Ich bin dafür zu ungeschickt. Zu langsam im Ausweichen. Boah, beim letzten Mal musste ich so eine Tastenkombination drücken. W-A-S-S-W-W-W-D-D-D-A-S-W. Ich habe gedacht, ey, wollen die mich jetzt gerade hier verleiern? Das habe ich gar nicht auf die Kette gekriegt. Ich meine, ich kann Tastatur und ich kann auch schnell tippen, aber auf einmal so Hotkey-Tappen, so ganz schnell, boah, das war too much für mich. So, und jetzt kriegen wir wieder Kekse. Und die hier können nicht mehr, die sind K.O. Wir platzieren wieder die mit Moral und die anderen kommen. Zack. Zum Regenerieren. Jetzt holen wir uns noch ganz viel Materialien hier. So. Und beim Training habt ihr ja gerade eben gesehen, mein Paladin trainiert auch ohne, dass ich den spiele. Ja, können wir mal kurz abschließen. Dann gucken wir, was er jetzt hat. Wie viel Prozent? 33,4. Der braucht noch ein bisschen, bis der dann 52 ist. Nicht, dass der noch meine Hauptfigur hier überholt. Das wäre auch heftig. So, das war's fürs Housing. Wir können wieder raus hier. Dann lasst uns mal hier flüchten. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt aber blöd mit der Abenteuerinsel. Ein Glück habe ich überhaupt geguckt. Weil ich wollte die Beziehungsquest machen, aber auch wieder doof. Ne? Die Beziehungsquest ist auf einer Insel, die nur alle paar Tage auftaucht. Das ist ja auch wieder... Ne? Also kann jetzt mein Paladin erstmal die Beziehungsquest von der Königin hier nicht weitermachen. Dann können wir die Königin nicht weiter hier für den Abenteuerfoliant, für die Beziehung weitermachen, weil wir nicht auf die Insel kommen. Oh, wie stressig. So.
Schauen wir mal, was haben wir denn bis jetzt geschafft von den Tagesaufgaben? Bis jetzt nur 4 Punkte. Ja, heute ist das erste Mal Tagesaufgaben gemacht. Aber die in Rohhandel sind jetzt fertig. Das hat gerade wunderschön mein Paladin gemacht. Jetzt könnten wir, ich bin jetzt so ein bisschen unentschlossen, machen wir jetzt das Abgrund-Dungeon, machen wir jetzt Tagesaufgaben. Ich mache jetzt hier noch kurz Tagesaufgaben mit hier. Und zwar im Dorf Punica, 2 Stück. Da gehen wir jetzt gleich hin zurück. So. Und dann, damit ich das Pfeifen lerne, noch auf einer Insel, nämlich die Insel der Azublauen Windes. Ja, ihr seht, die ist einmal schon fertig. Anfänger-Insektenjäger habe ich schon erledigt. Aber das reicht nicht. Pfeifen kriegen wir erst später. Moment. Ups. Da ist es. Anfänger-Insektenjäger. Wenn wir jetzt noch 4-mal die Quest machen, kriegen wir 20.000 Silber. Und wenn wir die dann noch mal 8-mal machen, also noch 12-mal, dann können wir endlich pfeifen. Und dann können wir weiter in Punica Beziehung questen. Also da müssen wir zum Beispiel pfeifen für die Beziehungsquest. Ihr merkt also, das ist gar nicht so einfach, hier alles freizuschalten. Alle Lieder auf einer Insel, die nur selten kommt. Pfeifen mit Rufquests, die man oft machen muss. Ja, also man hat oft sehr viele Hürden, um im Spiel auch alle Quests abzuarbeiten oder weiterzumachen. So, und diese azurblaue Insel, die ist hier. Da porten wir jetzt einfach hin. Weil hier in Rohhandel ist sowieso mein Paladin, der kann hier weitermachen, da brauche ich nicht zu bleiben. Das war nur der bessere Reisepunkt zu der Abenteuerinsel, wo ich hin wollte. So, das hier ist eine ganz doofe Insel. Hier sind ganz viele Pferdestatuen. Und die muss man alle machen, damit man das Herz der Insel kriegt. Das ist eine ganz doofe Quest irgendwie. Gefällt mir gar nicht. Und das ist auch so die erste Insel, wo ich sage, nee. Nee, die zweite Insel. Anlage X301 ist auch so eine Insel, wo ich das Herz dann einfach nicht haben möchte, weil ja, irgendwie sind hier 20, 30 Pferdestatuen, wo man immer eine kleine Quest für machen muss. Und das, ich finde das übertrieben. Also man muss auch nicht die Inhalte so in die Länge ziehen, dass man da ewig macht, nur um ein Herz der Insel zu kriegen. Und diese Viecher hier muss ich killen. Ich weiß gar nicht, ob ich die auf Brücke und Pferd killen. Ne, geht auch ohne Pferd. Da haben wir ja Glück gehabt. Das ist die Tagesaufgabe, die Tagesquest. Ich habe vorerst mal mit dem Pferd die gekillt, weil in der Tagesquest steht drin, ich sollte mich so aufs Pferd setzen und die irgendwie erledigen. Aber da haben wir ja Glück gehabt, dass wir nicht aufs Pferd müssen. Ja, und was ich jetzt hier mache, ne, das ist einfach die Gildenquest. Ja, erstens kriege ich Material dafür, das kann ich auch immer gut gebrauchen. Ja, also zweitens kriegt die Gilde dadurch Fortschritt. Ja, und drittens können wir dann irgendwann auch forschen in der Gilde und neue Sachen lernen. Von daher macht das Sinn, einmal die Tagesquest zu machen, das ist das hier jetzt für Gold, und die Bäume zu fällen für die Gildenquest. Ja. 2 Fliegen mit einer Klappe. Auf der Insel hier können wir 2 Sachen erledigen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wie funktionieren Gilden, wie funktionieren Tagesquests, wie läuft das in Lost Ark, was ist da die Story oder wie kriege ich da Items und so weiter, dann einfach in den Chat. Ich lese ja mit. Dann kann ich euch das Spiel ein bisschen erklären. Ich kann es euch nur empfehlen, also für einen Free-to-Play-Titel, ne, einfach auf Steam einloggen
und runterladen und dann einfach mal selber so eine kleine Figur machen und mal gucken, wie sie sich so spielt für euch. Ob ihr es lustig findet oder nicht. Ich finde halt mal die Obendraufsicht einfach auch mal abwechslungsmäßig im Gegensatz zu World of Warcraft und ESO und Herr der Ringe und Dark Age of Camelot und ja, oder Final Fantasy. Man guckt immer von hinten auf seine Figur und ich finde auch einfach mal schön die Grafik so von oben zu sehen. Es sieht auch halt manchmal schön aus. Und dieses schnelle Schießen mit den vielen Effekten, so wie in Diablo und so, gefällt mir halt auch mal. Ja, einfach so wild drauf rumschießen. Ist irgendwie auch mal cool. So, jetzt suche ich aber trotzdem diese komischen Viecher. Diese Käfer. Da sind aber so wenige da. Irgendwie kann das sein, dass das Pferd mehr aus dem Boden gelockt hat oder so. Kommt mir so vor, als wären fast gar keine von diesen Viechern da. Konstanter Schlafmangel. Hast du dir die ganzen Add-ons von Final Fantasy 14 jetzt geholt? Das ist dann heftig, ja. Da kann man doch einiges erleben. Da ist ja. Ich glaube, das ist das MMO mit den meisten Cutscenes, mit den meisten Geschichtsszenen. Ich glaube, 24 Stunden Cutscenes sind da drin, wenn man die bei YouTube gucken will oder so. World of Warcraft holt gerade so ein bisschen auf mit Cutscenes. Star Wars The Old Republic ist auch ziemlich weit vorne. Aber Final Fantasy ist, glaube ich, eins der längsten. Mit den meisten, soweit ich das weiß. Aber Star Wars The Old Republic hat auch viele, ne? Wenn man da alle verschiedene Klassen spielt mit den verschiedenen Storylines, da kommt auch einiges zusammen. Oh, und da haben wir wieder Weltenbaumblätter bekommen mit einer Errungenschaft sogar. Das ist mal was Neues. Was haben wir denn da jetzt gemacht? Sonnen. Meisterstücke, 1 von 3. Nee, Riesenherzen. Nee, Meeresbeute. Nee, mehr. Da. 2 von 3. Sammel Weltenbaumblätter. Ja, aber 2 von 3. Achso, weil ich 40 Stück jetzt habe. Ja, das ist doch eine schöne Zahl. Habe ich doch viel gecraftet. Also da auch noch der Vorteil, ja. Neben dem, dass ich Rohstoffe kriege, levele, die Gildenquest mache, auch noch. Weltenbaumblätter. Ui. Ich habe alle vom Holz fertig. Das sieht aber auch mal schön aus, wenn man alle fertig hat. So kenne ich das auch noch nicht. So sieht's aus, wenn man fast gar nichts davon gemacht hat. Also angeln. Da seht ihr mal, wie ich meine Berufe so verteile. So wichtig halte ich verschiedene Berufe in einem Spiel. Wie bei WoW. Angeln hasse ich und wie bei ESO. Gar nichts angeln, ja. Kein Bock drauf. Relikte suchen ist auch extrem stressig, aber das mache ich bei ESO sehr gerne, Ausgrabungen, und bei World of Warcraft Archäologie fand ich auch ziemlich cool. Hier finde ich es nicht so cool, weil hier blinkt da immer so nah und man muss immer so blöd suchen gehen. Und dann sind da immer viele Monster und das nervt. Aber, tja, ihr seht halt, wie es ist, ne? Also dann hier, das ist Jagen, dafür muss man ein paar Tiere jagen, das geht. Das hier ist Bergbau. Da hätte ich jetzt mehr erwartet, ehrlich gesagt. Aber Bergbau können wir auch noch einiges machen. Ja, was heißt zwei Stück noch? Und noch zwei fürs Pflanzen sammeln. Ja, ist doch schön. Da haben wir doch einiges noch zu tun. 40 von 61. Und bei 42 kriegen wir Meister der Lebensfertigkeiten. Und hier kriegen wir wieder was Besseres als Talisman. Gut, das machen wir aber später. So, ich brauche nur Holz. Wir brauchen nichts anderes mehr. Craften wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt hier eigentlich die Tagesquest abschließen. So. Danach
werden wir mal gucken, ob wir noch eine Beziehungssache machen müssen. Also wir gehen dann nach Punica. In Punica werden wir dann die anderen beiden Tagesquests machen, damit sie hier 3 Stück gemacht hat am Tag. Und dann werden wir gucken, dass wir dort auch noch ein paar normale Quests erledigen. Also wir müssen zum Beispiel die schlaflose Krähe finden. Oder Ninivit ansprechen. Ja, die ist auf so einer Flüsterinsel mit so sprechenden Tieren. Ja, also wir haben noch einiges an Quests. Aber im Moment chillen. Hat ihr eigentlich auf der Gamescom? Ist das was für euch? Wollt ihr da mal irgendwann hin? Oder sagt ihr Gamescom, nee, das ist nur was für junge Leute? Seid ihr vielleicht junge Leute? Wie sieht's da bei euch aus? Ich meine, ich habe, glaube ich, keinen Zuschauer gehabt, der gesagt hat, er geht auf die Gamescom. Ist echt heftig. Ich glaube, ich habe vom Altersschnitt her doch über 20 hier so bei mir. Also vom, ne? Nicht 20 Zuschauer, sondern über 20 vom Altersschnitt. Und da scheint die Gamescom schon nicht mehr so hot zu sein. So, hier müssen wieder Käfer sein. Ich höre sie schon irgendwie. Nee, ich sehe es aber nicht. Wir brauchen nicht mehr viele. Einen einzigen. Wo ist denn der? Böser Käfer. Und Holz brauchen wir eigentlich nichts mehr jetzt fürs Sammeln, aber doch für die Gilde. So. Kein einziger Käfer zu sehen. Da ist einer. Oh, bleibst du hier. Jawohl, fertig. Tagesquest erledigt. Und das schon wieder sparen. Ende Gelände. Okay, auf nach Punica. Da gibt es auch Bäume, die brauchen wir nicht hier alle zu fällen. Und sollen wir jetzt schon Abgrund Dungeon gehen, weil dann brauchen wir das nicht mehr heute Nacht zu machen. Also nicht, wenn wir auf der Abenteuerinsel waren, sondern vor der Abenteuerinsel jetzt. So, hier ist die nächste Tagesquest. Die ist lustig. Die Tagesquest gefällt mir gut. Da braucht man nur so kurz hin und her zu surfen. Und dann ist die Quest schon erledigt. Das ist irgendwie lustig. Das Surfen ist vor allen Dingen cool gemacht. So dieses Unterwasser-Surfen ist total witzig. Dass man Tauchsurfen kann. Also so hier. Das hat dann irgendwas so. Vor allem man ist viel schneller. So, und das war's schon. Ja, ich bin unter Wasser. Der rasende Falke hier. So, und Ende. Ja, jetzt nur noch die Boards gerade checken. Ich sollte einfach nur mal rumspringen und so ein bisschen was machen. Und das war's. So lobe ich mit Tagesquests. Da bin ich voll mit einverstanden. Okay. Dann geht es jetzt um ein wenig. Am besten. Oh, das man da hoch. Das geht schneller als dieses Gereite. Genau. Ein paar Beziehungssachen und dann gekochte Eier ausliefern. Ja, das hat auch eine Geschichte, die gekochte Eier, ja. Das ist so, dass diese Eier in den heißen Quellen gekocht werden und darum sind die sehr, sehr lecker. Ja, mit gutem Quellwasser. Alles hat hier irgendeine komische Storyline. Ja, man konnte sogar drüber nachlesen. Oh, und hier haben wir die nächste Stufe von ihr. Ich werde mein Bestes geben, ich bin schon ganz aufgeregt. Legen wir los. Punicas Tätowierungen. Die Tätowierungen rühren von Guinea, der Göttin der Harmonie. Na toll, auf die Harmonieinsel muss ich. Nerv mich nicht mit dem Harmoniekram.
Wir Nia werden alle mit diesen Tätowierungen auf dem Körper geboren. Wir wissen noch immer nicht genau, wie sie entstehen. Wie? Was? Mit Tätowierungen auf dem Körper geboren? Okay. Wir wissen aber sicher, dass die Tätowierung jedem Individuum eine einzigartige Kraft verleiht. Was mich betrifft, ich kann meine Sehkraft deutlich steigern. Darum kann ich nachts problemlos lesen. Na super. Das braucht ihr auch. Die liest gerne nachts. So, und das war's schon. So, und die braucht aber auch wieder ewig. Boah, 3400 jetzt schon auf der Stufe. Das wird einiges sein, bis wir die auf der richtigen Beziehungsstufe haben. Naja, gut. Was soll man machen? Wir müssten noch in so vielen Gebieten, Annika, in Arketin und noch anderen Gebieten die Figuren auf eine hohe Beziehung kriegen, dann ist das hier jetzt auch nicht so schlimm in Punika. So, hier haben wir den Beziehungshändler. Kriegen wir auch wieder drei Beziehungs-Item. Oh, ich habe ja noch den ganzen Kram von der Festung im Gepäck. Müssen wir auch mal wegschmeißen, das ganze Zeug. Lila brauchen wir nichts. Die Steine muss ich mir nochmal genauer angucken, dass ich die richtigen zerstöre. Da habe ich jetzt aber keinen Nerv zu. Diese Orias Empyreana, die brauchen wir für höheres Item-Level zu bekommen. Und ich glaube, wir tragen uns da jetzt einfach mal für ein nebenbei, neben der Tagesquest. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Und neben den Beziehungssachen. Man weiß ja nie, ob es klappt. Also. Hier ist das Abgrund-Dungeon. Ja, das haben wir gestern in schwer gemacht. Das müssten wir jetzt das zweite auch noch in schwer machen. Ja, dann gibt es wieder diese Orpheus Empyreana und dafür können wir uns ein neues goldenes Item holen. Das hier ist jetzt schon 1415. Ja, und jetzt brauchen wir da mal ein zweites, damit wir ein Zweier-Set dort aufbauen können, damit wir hier nochmal 7,5 mehr kriegen. 1385. Und dann können wir schon wieder in neue Raids, in Wächter-Raid und in ein neues Chaos-Dungeon. Also einfach nochmal Brunnen von Urea, Matchsuche. Ja, und die haben nur auf mich gewartet. Dann wollen wir mal. Es kann aber auch sein, dass die sofort jetzt skippen, also kündigen, aufgeben, wenn die sehen, was ich anhab. Weil die sind hier sehr verwöhnt. Wenn ich also zu schlechte Ausrüstung habe, da kann es sein, dass die dann sagen, ne komm, das brauchen wir gar nicht erst zu probieren. Der hat 1400, 1371, 1073. Ja, sind alle fast wieder schlechter als ich, aber haben trotzdem goldene Rüstung. Drei Seelenfäuste. Dreimal die gleiche Klasse. Ich bin keine Seelenfaust. Naja, aber ohne Paladin und ohne Bade ist das immer so eine Sache mit dem Heilen. Aber gucken wir mal. Vielleicht machen Soul Fist hier so für mich. Das ist im Moment so die Lieblingsklasse der Spieler, die Soul Fist. Habe ich noch nicht gespielt. Hoffen wir mal, dass die das können vom Damage her. Was ich halt so faszinierend finde, ist, dass die das alles in Gold haben, diese Low-Items. Also, warum haben die schon alles goldene Items? Die dann halt nur 1370 sind. Also, warum machen die nicht auf 1415 oder so? Woran liegt das? Dass die, suchen die das Material dafür? Oder haben die kein Gold? Oder woran liegt das? Ich verstehe halt nicht genau, warum die nicht ihre Figuren 1415 hauen, wenn sie so goldene Items haben, die man auf 1415 kriegt. Also man kann die so weit auf.
Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht genau, welche Item sollte man auf welche Stufe upgraden. Das ist so ein bisschen die Frage. Manche sagen, man sollte nicht hier die aus diesem Dungeon 6 Stück upgraden, sondern man sollte hier aus 2. Ne, 3 oder 4 und. Ne, 4 und dann von Argos nochmal 2. Oder so. Also auf jeden Fall sollte man 2 Sets miteinander kombinieren. Das ist so der Ausgang. Die Waffe des Moguru-Anführers birgt große Macht. Bringen wir ihn am besten zum Taumeln. Ja, taumeln ist gut. Wenn ich treffen würde, würde ich den auch zum Taumeln bringen. Das Feuer breitet sich aus. Beim Moguru-Anführer scheint es sicher zu sein. Los, dorthin! Wohin ich ausweichen soll. Soll ich doch ins Feuer? Soll ich bei ihm bleiben? Ist halt schon schade. Genau, 2 Balken hat er. Aber jetzt muss auch Damage kommen. Und kein Damage kommen. Okay. Wissen, wie es geht, weiß ich. Ich weiß nur nie, wo man richtig stehen soll. Auf jeden Fall ist schon eine Soulfist vor mir gestorben. Das heißt schon, die Gruppe ist gar nicht mal so fit. Weil, wenn sie schlechter ist als ich, ja, wenn also einer vor mir stirbt, das heißt ja, die sind noch noobiger als ich schon noobig bin. Das ist also schon die Waffe des Moguru-Anführers wird große Macht. Bringen wir ihn am besten zum Taumeln. Moguru-Anführer scheint es sicher zu sein. Los, dorthin! Ich bin wenigstens da aus dem Rennen 3, Rennen 4, Rennen 5, nichts mehr. Ja, wo soll ich denn stehen? Hinter dem, vor dem, an dem, drumherum? Ich bin dafür zu blöd. Ich glaube, das wird so nichts mit den zählen Faust. Aber jetzt seht ihr, was ich meine mit noobig, ne? Also ich war der Erste, der jetzt mal wieder im Dreck liegt. So, es brennt, ja? Dann bleiben die beide. Lassen sich Damage. Kriegen Damage und sterben nicht. Ich krieg Damage und sterbe. Ja gut, die gehen immer hinter dem. Jetzt gehen sie doch raus. Jetzt kriegen sie wieder kommen. So spiele ich doch auch. Ja, ich habe irgendwie das Pech, dass ich dann immer dann doch vor dem stehe und da die meisten Schaden kriege. Das heißt, das Pech, ich bin einfach zu blöd. Na gut, da hat man jetzt aber auch gesehen, genau in das Mut reingelaufen. Ja. Ich bin also nicht der einzige Blöd. Oh Gott, der eine müsste jetzt Damage machen. Warum macht der denn nichts? Was war das denn jetzt für eine Aktion? War der auch so die ganze Zeit gestunt? Ja, also alle guten Dinge sind 3. Danach würde ich für aufgeben plädieren, weil wenn der schon nicht klappt, dann ist der Endboss die Hölle. Ja, also Albion ist echt schwierig. Die Waffe des Moguru-Anführers birgt große Macht.
Bringen wir ihn am besten zum Taumel. Das Feuer breitet sich aus. Beim Moguro-Anführer scheint es sicher zu sein. Los, dorthin! Komplett wieder. Ich verstehe das nicht. Ich raff das Spiel nicht. Ich habe keinen Bock. Komm, die sind auch wieder alle drei tot. Das hat keinen Sinn. So. Und tschüss. Das macht überhaupt null Sinn jetzt hier. Der eine schafft es wieder nicht und die anderen liegen nur im Dreck. Also wir sind dafür zu blöd. Ihr merkt das halt einfach, ne? Wenn man durch ein bisschen... Habt ihr gesehen, wie der mich denn ins Feuer geschmissen hat? Hat mich einfach weggekickt und darüber gekickt und alle standen ganz normal hinter dem. Ich verstehe nicht, warum ich immer so schnell im Dreck liege. Ich finde das so... So... Wie heißt das? Das heißt so richtig demotivierend? Nee, so... Ich weiß nicht, so... ätzend. Ja, wenn man immer als Erster stirbt. Ich habe immer so das Gefühl, ach, Damage machst du eigentlich ganz gut. Und dann habe ich das Gefühl, naja, du stehst ja auch gar nicht so schlecht. Und dann dreht der sich um, haut mich in das Feuer, macht mir Damage ohne Ende und dann brenne ich mich tot. Ja, das ist doch nicht normal. Und alle anderen stehen hinter dem und lachen sich ins Fäustchen. Ich raff's nicht. Gut, auf, also der erste Run ins Abgrund-Dungeon war jetzt gar nicht mal so schön. Ja, da Opa Rainer lacht sich auch ins Fäustchen. Sehr schön, freut mich. Hallo Opa Rainer, schön, dass du eingeschaltet hast. Toll, dass du hier bist. Aber wir machen gleich noch einen Run hier. Wir lassen uns den Spaß nicht verderben. Schließlich müssen wir um 0 Uhr auf die Abenteuerinsel. Deshalb müssen wir jetzt ein bisschen was tun. Bis dahin müssen wir das mal schaffen. Weil die Abenteuerinsel wird ja auch wieder eine halbe Stunde dauern. Und dann um 0.30 Uhr will ich eigentlich mal Schluss machen. Das ist noch kein Wochenende. Darum, genau. Müssen wir vorher jetzt das Abgrund-Dungeon schaffen. Ein Stündchen haben wir noch, bis wir zur Abenteuerinsel müssen. Müssen wir jetzt noch mal ein bisschen mal probieren. So. Und sie hat eine Quest für uns. Komm schon, Nia. Du schaffst das. Du siehst nicht besonders gut aus. Keine Sorge, mir geht es gut. Ich konnte ganze 2 Stunden schlafen. Ich bin für heute fast fertig. Ich bin brillante Matriarchin. Willst du nicht... Nia schläft mit dem Satz ein. Tippe die Matriarchin auf die Schulter. Die ist völlig K.O. von der ganzen Arbeit, die sie hat. Was? Oh, ich bin eingeschlafen. Hätte man fast nicht gemerkt. Nia, du arbeitest zu viel. Oh, ich sabbere. Ich kann derzeit nicht klar denken. Jemand klopft an die Tür. Jemand ist da, aber Nia schläft tief und fest. Du solltest nachsehen, wer der Besucher ist. Okay, wer kommt denn da? Oh, hallo. Ich möchte die Matriarchin besuchen. Ist das... Schläft sie im Stehen? Für Nahrung verantwortliche Dorfbewohner. Ja, sie schläft gerade. Sie hat viel durchgemacht. Sie muss müde sein. Ich bin hier wegen der heiligen Bestie im Dorf. Sie hat seit Tagen nichts gefressen. Ich habe das frische Fleisch zubereitet, das ich finden konnte. Aber sie sieht es nicht mal an. Ich mache mir Sorgen, dass die heilige Bestie vielleicht vor Hunger wahnsinnig wird und etwas Schreckliches tut. Daher bin ich hier, um die Matriarchin um Rat zu fragen. Ich höre dann. Bitte, beruhige die heilige Bestie. Müssen wir die Matriarchin wohl nochmal wecken, oder? Was? Oh, ich bin eingeschlafen. Ja. Gehen. Da war ein. Das war ein nettes Nickerchen. Worum ging es gerade? Albion frisst nichts.
Was? Die heilige Bestie frisst nichts? Das kann nicht gut sein. Gehen wir. Okay. Vorher mache ich hier noch gerade mit ihr die Beziehungssachen. Ach, immer der Leilei-Tanz, der dauert immer so lang. Aber dann kommt auch hier die nächste Stufe, das ist gut. Da kann man auch mal ein bisschen länger Leilei tanzen. Dancing Queen. Ja, damals, aber. Super. Und damit haben wir sie auf freundlich 3. Die kriegen wir schnell fertig. Die braucht jetzt schon wieder nur 800. Die haben wir bald schon geschafft. Da brauchen wir uns bald gar nicht mehr drum zu kümmern. Pass auf, dass du die Matriarchin nicht störst. Ich hab Angst. Sie sieht gar nicht glücklich aus. Mia hat immer so viel zu tun. Nenn sie nicht Mia. Sie ist die Matriarchin. Oh, Albion sieht echt nicht so glücklich aus. Die heilige Bestie ist wütend. Genau wie ich erwartet hatte. Ich überlege mir was. Bitte geh und sag Liru, dass sie die Dorfbewohner beruhigen soll. Nia nickt dir mit einem entschlossenen Ausdruck zu. Vertrau mir, du musst dir keine Sorgen machen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wie du sehen kannst, ist die heilige Bestie nicht gerade glücklich. Ich habe mehrere Male versucht, sie zu füttern. Aber sie jagt allen Angst ein. Wenn jemand die heilige Bestie beruhigen kann, dann... Nia? Genau. Sie führt uns an. Sie ist eine wahre Matriarchin, die den Namen Nia und die Macht des Liedes des Sonnenuntergangs geerbt hat. Nur Nia kann den Zorn Albions beschwichtigen. Bitte hilf unserer Matriarchin, die heilige Bestie zu beruhigen. Ja, und du sollst dich um die Dorfbewohner kümmern. So sagt nichts. Nia blickt Albion direkt an. Du kannst die würdevolle Aura der Matriarchin von Punica beinahe mit den Händen greifen. Sie wirkt äußerst entschlossen, ihre Füße fest auf dem Boden, als würde sie versuchen, mit Albion spirituell zu kommunizieren. Nias gesamter Körper beginnt zu zittern. So furchteinflößend. Ich soll sie beruhigen. So wirklich kann sie gerade nicht, ne? Der Albion fletscht die Zähne und knurrt bedrohlich. Das ist übrigens auch der Endboss, den wir jetzt gleich im Dungeon treffen werden, in dem Abgrund-Dungeon, wo wir dieses goldene Item herholen wollen. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen. Er schaut immer wieder die Leute rundherum an. Könnte es sein, dass es ihm nicht behagt, dass ihn alle anstarren? Man weiß es nicht genau. Das ist unheimlich. Seine Augen sind ganz anders als sonst. Ist es echt okay, wenn ich singe? Was ist, wenn er mich auffrisst? Vielleicht gefällt es Albion nicht, dass alle ihn anschauen. Was? Privatsphäre gibt es hier wohl keine. Ich wäre wahrscheinlich schon weggelaufen, wenn ich Albion wäre. Also gut, Oma hat das Lied des Sonnenuntergangs immer perfekt gesungen. Wenn die heilige Bestie zornig war und sie sie beruhigen musste... Ich werde einfach wie sie sein. Ich habe eine Idee. Warum bitten wir die heilige Bestie nicht, sich im westlichen Garten aufzuhalten? Das dürfte... Nia wirft Albion einen Blick zu, der immer noch knurrt. Kannst du das für mich machen? Nias Augen sind voller Tränen. Boah, die kriegt die Bestie aber auch hier nicht unter Kontrolle. Was? Grrr, sagt sie. Du versuchst Albion mit allerlei Handgesten zu fragen, ob er in den Garten gehen will. Ich lerne bald auch dem seine Sprache. Albion wirft dir einen kurzen Blick zu und beginnt dann mit seinem Hinterbein auf den Boden zu stampfen. Albion spreizt seine Schwingen und erhebt sich in die Lüfte. Das war unglaublich! Die heilige Bestie ist weggeflogen! Meine Güte! Und weg war er. Gut. Folgen wir ihm. Bevor er sich zu weit von uns entfernt. Okay, wo ist er hin? Irgendwo hier lang, ne? Was passiert jetzt? Unterwegs mit der Bestie. Wie nah sind wir der heiligen Bestie? Das ist eine gute Frage. Gehen wir da entlang? Okay. Okay.
Vielleicht sollten wir zuerst spazieren gehen? Ach, der will nur Gassi gehen. Ja, das wäre doch schön. Grrr. Albion scheint immer noch sehr vorsichtig zu sein. Oh, die heilige Bestie bewegt sich. Ja, besser so, als wäre er tot. Ich streichle mal ein bisschen. So, Spaziergang. Und? Kommst du mit? Ja, komm, Gassi. Aber kein Häufchen machen. Das könnte... Das muss etwas mit dem Wind hier zu tun haben. Etwas groß werden. Das will ich nicht mitschleppen. Oder hast du eine große Tüte dabei? Hier. Also, nee, ist klar. Mach ich alles richtig oder erkunde das Die heilige Bestie atmet ein bisschen leichter. Okay. Wie, die will wirklich nur spazieren gehen? Ich mach gleich ein Häufchen wetten. So, kennt ihr Jurassic Park, da wo die da so in so einem riesen... Dino und ich fühlen beide eine Wärme. Ah. Vino ist hier, ne, da dieses Frettchen bei der auf dem Arm. Ja, die wollte echt nur Gassi gehen. Das ist... Wunderbar. Vielleicht hat er ja jetzt Hunger vom ganzen Laufen. Albion sieht entspannt aus, während er am Gras um sich schnüffelt. Arr. In der Luft liegt ein frischer, minziger Duft. Vielleicht stellen diese Kräuter und Pflanzen die Grundnahrungsmittel von Albion dar. Denkst du gerade dasselbe, was ich denke? Das könnt ihr hier mögen. Die heilige Bestie scheint den Duft dieses Krauts zu lieben. Jetzt verstehe ich, warum die heilige Bestie sich all dem Fleisch und Fisch nicht einmal genähert hat, das wir für sie gekauft hatten. Dem stimme ich zu, der mag Gemüse, Vegetarier-Drache. Wir müssten nur eins tun, die richtigen Kräuter finden. Ich übernehme diese Seite, du solltest dich umsehen, ob es noch mehr von den anderen hier gibt. Okay, er sieht ja auch aus wie ein Pferd, ne? Wenn man jetzt also mal genau hinguckt, ist es ja ein geflügeltes Pferd. Ne? Also seht ihr seinen Kopf hier? Ist ja mehr Pferdekopf. Ne? Und hier hinten sind Hufe. Ne, das hier. Da. Ah, das ist eigentlich ein geflügeltes Pferd. Deshalb, ja, Blumen mag er lieber als Fleisch. Passt. Kann man verstehen. Dann kriegt er eher Blumen. Bist du fertig? Hier. Ich habe auch einige Früchte. Wenn sie Pflanzen mag, wird sie bestimmt auch Obst mögen. Wir sollten viele, viele Kräuter und Früchte sammeln und sie der heiligen Bestie bringen. Ich bin mir sicher, dass sie mögen wird. Sehr schön. Dann nehmen wir das hier noch mit. Das sieht doch gut aus. Ein bisschen Minze und Früchte. Jawohl. Hier, bitteschön. Ich habe da was für dich. Moment, fallen lassen. Zack. Guten Appetit. Die heilige Bestie scheint glücklich zu sein.
Das hat doch schon mal gut funktioniert. Bin ich erleichtert. Die Menschen im Dorf waren besorgt und verängstigt. Ich sollte zum Dorf zurückkehren und ihnen Bescheid sagen. Sehr gut. Mal wieder eine Quest geschafft. Und dann können wir gleich auch was bei ihr eintauschen, hier bei der Bestie. Sehr schön. Pass auf, dass du die Matriarchin nicht störst. Mir ist gerade das Kabel flöten gegangen vom Mikro und Headset. Von daher, ja, jetzt bin ich wieder da. Gut. Ich habe alle Kräuter und Früchte aufgeschrieben, die die heilige Bestie gemocht hat. Das sollte klappen. Ich bin so müde. Das hat mich zwar ganz schön wach gemacht, aber ich bin körperlich noch immer erschöpft. Du warst großartig. Nein, du warst es, die toll war. Ohne dich würde ich immer noch da draußen stehen und vor Furcht zittern. Vielen, vielen Dank, Ariane. Ich werde immer hier sein, um zu helfen. Du bist eine gute Seele. Darum hast du wahrscheinlich beschlossen, einzugreifen und uns zu retten. Danke, dass du hier bist und bleibst. Und ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn du mir helfen könntest, wenn ich wieder mal in Schwierigkeiten stecke. Wie jetzt etwa? Schau dir diesen Riesenstapel mit Papieren an. Er ist gewachsen, als wir weg waren. Ich gehe dann besser. Na gut, eine Matriarchin sollte nie aufhören, für das Volk zu arbeiten. Tschüss. Komm ich bald wieder besuchen. Jawohl, und fertig. Machen wir wenigstens auch da mal eine Beziehungsquest abgeschlossen. Jetzt gehen wir gleich noch die Tagesquest machen mit den gekochten Eiern. Vorher nochmal hier kurz nach Albion. Der hat sich ja jetzt beruhigt, der hat was Leckeres zu essen gekriegt. Und der hat auch eine Belohnung für uns. Und zwar Omnius-Sterne. Da haben wir nämlich jetzt wieder 6 Fertigkeitspunkte. Weil wir noch einen zweiten Stern gefunden hatten. Von diesen Sammel-Items. Es gibt nur 7, deshalb ist das jetzt schon was Cooles, ne? Einen zweiten zu haben. Und jetzt kriegt er auch noch schöne Musik. Super Sache. Und dann noch ein Mond. Sind wir mal ganz höflich zu ihm. Wie groß der ist, ne? Ich bin da so winzig. So, okay. Aber sollen wir die 10.000 bei ihm ausgeben? Ne, noch nicht. Erst wenn wir diese Redequest haben, vielleicht kann er dann wirklich auch mit uns sprechen. Im Moment sagt er ja immer nur Grr. So, jetzt gehen wir Eier sammeln. Die Tagesquest machen. Aber wir könnten dann auch hier dieses Chaos-Dungeon machen. Ne, dieses Chaos-Portal. Ne, das will ich nicht. Das machen wir jetzt nicht. Wir tragen uns aber wieder fürs Abgrund-Dungeon ein. Zweiter Run. Ich hoffe nicht mit 3 Seelenfäusten. Das war nicht so ganz erfolgreich mit den 3 Seelenfäusten. Und mit mir, ne? Als Obernoob. Ich meine das total ernst, ja. Ich kann das nicht. Ich bin dafür zu alt. Dieses ganze hektische Rumgelaufe und Gespringe und Gekämpfe. Ich muss da irgendwie von irgendeiner Gruppe, die stark ist, durchgezogen werden. Muss ich nicht, ja. Ich hoffe aber, es passiert. Sag ich mal so. Ich muss nicht durchgezogen werden, aber ich hoffe, dass es klappt. muss gar keiner was, aber. Ja, die Grundmechanismen kenne ich alle, ja. Ich weiß, was ich tun muss. Es klappt nur nicht. Und da bin ich natürlich auch immer glücklich, wenn ihr als Zuschauer einen Tipp habt, ja, dass er sagt, ah ja, komm, stell dich mehr links oder beweg dich dann mehr rechts, wenn das und das passiert, aber solange ihr keinen Tipp habt
mache ich so, wie ich es kenne. Ach, das ist schon wieder so ein Nahkämpfer. Ey. Das ist nicht alles so. Machen die Damage überhaupt? So, ein Bade. Oh, das könnte gut werden. Bade ist immer gut. Mal wenigstens ein bisschen Damage neben mir und ein Heiler sozusagen. Ja, ist ja beides in einem. Das könnte wirklich positiv werden. Wenn der jetzt noch eine hohe Itemstufe hat, dann könnte der Raid geschafft sein. Oh. Und ich könnte noch Fertigkeitspunkte einsetzen. Weil, wie viel haben wir denn? 12 Stück? Ach, geht jetzt natürlich im Dungeon nicht, ne? Ja, klar. Machen wir. Wenn wir jetzt gleich gewiped sind und es wieder nicht geklappt hat. Das ist die beste Alternative, als sie zusammenstellen und alle kommen lassen, ne? Bei den ganzen Viechern, die hier kommen. Da braucht man nicht so viel rumzulaufen. War doch schön fokussierter Damage jetzt mal. So, jetzt bin ich schwer gespannt. Lass mich mal die Bade wenigstens gucken. 1385, 10. War doch einige Item Level mehr als ich. Das könnte klappen. Was hat die denn alles, die hat? Die Waffe des Moguru-Anführers birgt große Macht. Bringen wir ihn am besten zum Taumeln. Hose der strengen irgendwas. Habt ihr gesehen? Ich bin sogar noch mal ausgewichen. Und noch mal vor. Und noch mal. Was geht? Ich bin ganz begeistert von mir selber. Aber nicht vor ihm stehen, dann sind wir gefährlich. Also. Oh, macht der Damage. Das Feuer breitet sich aus. Beim Moguru-Anführer scheint es sicher zu sein. Los, dorthin! Wie soll ich jetzt in der kurzen Zeit wieder leben? Naja, also mit dem Trinken. Ich hab mich hinter ihn gestellt. Guck, hier muss ich raus. Ich komm nicht raus! Och, fuck, Mann! Aber alle kommen nicht raus. Guck dir das mal an. Was war das denn jetzt schon wieder für eine Aktion? Es hätte doch jetzt gut klappen können. Was war denn jetzt wieder das Problem? Also... Warum sind denn jetzt wieder alle miteinander draufgegangen? Drei Stück auf einmal. Ich bin einfach. Solange da nicht irgendwie ein 1415er mitläuft, der irgendwie schon das 100 Mal gemacht hat. Bringen wir ihn am besten zum Taumel. Das ist echt too heavy, ne? Ich stehe genau vor dem. Oh mein Gott.
Wenn die den jetzt solo schaffen, ja? Wo ich wieder zu blöd war. Habt ihr das gesehen, wie doof ich wieder stand? So, die gehen weg. Machen Damage. Versuchen hinter dem zu stehen. Dann kriegen sie die Waffe nicht. Das Feuer breitet sich aus. Beim Moguro-Anführer scheint es sicher zu sein. So, dann gehen alle zu ihm hin. Und stehen wieder hinter ihm. Da, wo man stehen sollte. Kriegen einen Dash und liegen auf dem Boden. So. Also, war jetzt auch nicht so viel besser, ne? Ehrlich gesagt, also... Weiß ich jetzt nicht. Ne? Okay, ich bin viel zu früh gestorben. Das ist schon so. Einmal probieren wir noch. Alle guten Dinge sind drei. Nach dem Prinzip spiele ich das hier schon. Die Waffe des Moguro-Anführers wird große Macht. Bringen wir ihn am besten zum Taumel. Ich stehe wieder genau vor dem. Guck mal, der hat mich immer im Visier. Der guckt mich die ganze Zeit an. Merkt er das? Boah, ich drehe am Rad. Doch, der guckt schon wieder genau zu mir. Ich kann. Alter Schwede. Peinlich. Beim Moguro-Anführer scheint es sicher zu sein. Los, dorthin! Ja, jetzt nicht hier. Warum zeigt er jetzt draußen? Man soll beim Moguro-Anführer sein bei dem Feuer. Natürlich wieder nicht vor dem, ne? So wie ich. Da wieder Heilung nehmen. Ne, das wird nichts. Ich meine, die Feuerphase haben wir wenigstens überstanden. Oder haben die anderen wenigstens überstanden. Aber jetzt blendet ja schon wieder. Guck, da bricht immer irgendein. Ich finde es halt heftig, wie fokussiert der immer auf mich geht. Also, ich habe nur das Gefühl vielleicht, aber irgendwie meistens kriege ich einen drauf. Tja, noch 5 Lebensbalken. Alle 3 leben noch so gerade. Oh, okay. Könnte klappen. Lange im Dreck, ne? Ja, aber nur noch 2? Nee, das klappt ja nicht. Jetzt wieder also die Feuerphase. Nee, das war's. Der eine kriegt jetzt immer den Volldamage ab. Der wird jetzt immer fokussiert, ja. Die macht zwar gut Damage, die Bardin, aber die schafft jetzt nicht, noch 2 Balken auf Downs zu machen. Komm, lass mal's. Schade, schade, aber das wird nix.
muss man ja doch sagen. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt, ne? Ob jetzt alle vier, die hier gerade gespielt haben, zu blöd sind vorm Rechner oder dass wirklich mein Damage so fehlt, dass die anderen drei keine Chance haben und ich es dann komplett schuld bin. Also man weiß es nicht so wirklich bei diesem Dungeon. Aber diesen Boss kann ich irgendwie nicht überstehen. Ich weiß nicht, wo ich stehen muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Köstliche Eier zu verkaufen. Ich habe mir einen Guide angeguckt und da wird einfach gesagt, wenn er sich dreht, weglaufen, dann wieder hinlaufen und alles Mögliche. Ja, immer taumeln lassen, mit Taumelzauber mache ich auch. Also ich mache das, was im Guide gesagt wurde und es klappt nicht. Ich liege trotzdem als Erster im Dreck. So, heute bitte, ja genau, jetzt noch die nassen Handtücher, dann haben wir auch die Tagesquest hier fertig. Mann, Mann, Mann. So, gleich müssen wir auf eine Abenteuerinsel. Wir haben noch eine halbe Stündchen Zeit, da müssen wir uns langsam auf die Insel auf den Weg machen. Die Harmonieinsel fürs Harmonielied. Diese Insel suchen wir für nicht das Pfeifen, sondern um die Inselmarke zu kriegen. Dafür braucht man das Harmonielied. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Ja, jagen, genau, jagen und Holz. So, aber Tagesquest ist jetzt auch erstmal wichtig. So, fertig. Dann würde ich sagen, es wird wieder Zeit für die nächste Gruppe im Abgrund-Dungeon. Schwieriges Dungeon, wir wollen Ophäas Empyreana haben. Wir hoffen auf eine Gruppe, die uns irgendwie da durchzieht. So, und jetzt müssen wir gucken, ob wir hier noch irgendwo Quests haben. Ich glaube, müssen wir hier kurz gucken. Am Sternensandstrand. Oh, okay, es geht schon los. Vielleicht. Es kann nicht immer klappen, ne? Das ist also sofort zur Info. Also manche Gruppen sind einfach nicht so aufgestellt, dass sie das schaffen. Ja, manchmal sind halt wirklich, eben waren drei Seelenfäuste, das hat gar nicht geklappt. Ja, jetzt haben wir hier einen Arkanisten-Zauberer, Schattenjäger und eine Seelenfaust. Ja, ist alles kein Paladin oder kein Bade. Also Heilung kommt hier keine. Ist auch blöd, in der Zeit, wo man hier die ersten Schritte geht, könnte man eigentlich sich die Figur angucken. Von den anderen. 1370 ist auch... Warum haben die alle diese Schulterstücke schon fertig als 5er-Set und alle nur auf 1370? Ich verstehe das einfach nicht, dieses Spiel. Warum haben die alle Set-Items, aber nichts abgegradet? Kann mir das irgendeiner bitte mal erklären? Ich verstehe das nicht. Woher haben die denn die Set-Items? Die müssen die doch aus dem Dungeon haben. Die haben die doch nicht... Im Laden gekauft, oder? Ja, der hier macht so wie ich. Ein paar Items sind schon gut, ein paar Items noch nicht. Da verstehe ich das. Das kann doch nicht wahr sein. Hier, 1385er. Okay, da verstehe ich es auch wieder. Ja, die hat natürlich schon alle möglichen Items sich geholt, damit sie die nächste Dungeon aufmachen kann. Aber diesen Cheap Card, ja? Der hat ein komplettes 5er-Set an Items. Ja, die muss er sich ja irgendwie erspielt haben. Und hat kein einziges geschmiedet auf die nächste Stufe. Dass er wenigstens ein bisschen höheres Item-Level hat. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was das für Charakter sind. Woher die kommen? Sind die alle so aus dem Powerpass und die haben kein Gold oder was? Ich bin nicht zu doof dafür.
Einzige, was ich verstehe, ist dieser andere, der sucht wie ich erstmal Items, holt langsam aber sicher Gold-Items und will dann am Ende die hochleveln. Also den verstehe ich, diesen, die Schattenjägerin. Die anderen beiden verstehe ich nicht.